Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht schon auf Instagram mitbekommen habt, war ich auf der Supreme Heimteammesse in München. Und jetzt möchte ich euch zeigen, was ich gekauft habe. Es gibt auch ein paar Clips von der Messe selber. Allerdings habe ich nicht sehr viele Clips gemacht, weil die Messe war leider nicht sehr groß. Also ich habe mir mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber weil ich, wie ihr vielleicht auch schon wisst, in München lebe, konnte ich mir natürlich diese Messe trotzdem nicht entgehen lassen. Und ja, ich zeige euch einfach mal die Sachen. Am Ende vom Video werde ich ein paar Szenen einblenden. Ich werde keine zwei Videos machen, dafür ist einfach zu wenig Videomaterial von der Messe selber da. So, wie ihr hier schon sehen könnt, habe ich von JR Farm eben was gekauft. Und für alle, die jetzt denken, es heißt GR Farm, ich habe nochmal nachgefragt, weil da waren wir Mitarbeiter von dort und sie haben gesagt, es heißt nicht GR Farm, sondern JR Farm. Deswegen sage ich jetzt wieder JR Farm, so wie früher. Genau, ich werde euch einfach mal die Sachen zeigen. Es gab einen Messerrabatt von 25% auf diese Produkte. Das heißt, es hat ein bisschen weniger gekostet als im Laden. Also ich denke nicht, dass es 25% waren, weil es gab Sachen, die haben 1,90 € gekostet und im Laden habe ich sie für 1,99 € gesehen. Und das sind eindeutig nicht 25%. Aber egal, es war auf jeden Fall ein bisschen billiger und deswegen, ja, gut. Also als allererstes hier einmal den Herbsttunnel von GF. Ich muss mir das wieder angewöhnen. Also einmal hier den Herbsttunnel von JR Farm. Der sieht so aus. Ist nicht für dich, Lilly. Dazu habe ich auch nochmal das Heuhaus mit Blätterdach klein von JR Farm. Dann habe ich noch, das war ein Angebot, Lilly. Das ist so ein, ja, okay. Was war das, Lilly? Also das ist so ein Eimer. Der ist gefüllt mit ein paar Sachen, das sind aber Restposten, das heißt auch von Weihnachten und so. Aber es hat eben dann nur 5 € gekostet und dieses ganze Päckchen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es trotzdem mal mit. Und ja, ich mache den jetzt mal auf. So. So, in der Zwischenzeit hat sich Lilly wieder da hinten hingelegt. Das ist jetzt ganz gut, weil dann geht sie mir nicht im Weg um und ist trotzdem mit im Video. Sie sieht gerade sehr relaxed aus. Ich zeige euch jetzt mal den Inhalt. Das allererste Teil, was ich jetzt halt eben aus diesem Eimer rausziehe, ist der einzige Grund, warum ich überlegt habe, es vielleicht doch nicht mitzunehmen. Und zwar ist es dieser Weihnachtsbaum. Das ist eindeutig eben von dem Schlussverkauf und deswegen, ja, haben sie das eben da rein. Zum Beispiel diese Herbsthäuser oder sowas fand ich überhaupt kein Problem, weil das ist so ein bisschen ohne eine bestimmte Jahreszeit, aber ein Weihnachtsbaum ist sehr charakteristisch. Selbst wenn ich den dann nicht benutzen würde, wären die beiden Sachen für 5 € trotzdem sehr billig. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich werde ihn nächstes Jahr verwenden. Der zweite Artikel finde ich jetzt fast schon eher witzig. Und zwar haben sie die falsche Sprache drauf geklebt. Das ist eigentlich Löwenzahn. Und ja, ist halt einfach in einer anderen europäischen Sprache. Sie sind ja nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Und deswegen, ja, hat mich jetzt nicht gestört. Und als allerletztes hier, da fehlt nämlich jetzt das Etikett. Diese Kräuterrollis, die kennt ihr garantiert auch aus dem Laden. Die sind normalerweise auch für Meerschweinchen und so weiter geeignet. Und die kann man eben dann, weil meine Mäuse sind recht klein, sehr gut auseinanderbrechen. Und das sind halt dann verschiedene Kräuter. Das ist auch schön weich. Und ja, also wie ihr schon sehen könnt, es sind alles Mangelexemplare. Aber ich habe es einfach mal mitgenommen, weil ich mir dachte, man kommt nur einmal auf diese Messe. Weil ich werde da vermutlich nächstes Jahr nicht wieder hingehen, weil es hat mir, wie gesagt, nicht so gut gefallen. Und bei der Messe Stuttgart, vielleicht habt ihr das Video auch gesehen, ich werde es auch nochmal in der Infobox verlinken. Da gab es einen JR Farm Stand leider nicht. Ja, dann habe ich noch hier so kleine Gummibärchen dazu bekommen. Und als allerletztes habe ich gekauft, das fand ich ein super Angebot. Diese Teile hier kennt ihr garantiert, das ist auch noch aus der Herbstaktion. Und Lilly, warum weißt du jetzt, dass es nicht für die Mäuse ist, sondern für dich? Ja, wie ihr hier sehen könnt, es ist für den Hund Kürbis und Ente. Und die kosten normalerweise im Laden 1 €, also 99 Cent jeweils. Und das hier war jetzt ein super Messepreis. Und zwar habe ich 10 Stück für 2 €. Das heißt, 10, statt 10 € musste ich nur 2 € bezahlen. Und das fand ich einfach super. Und Lilly darf jetzt auch mal für euch vor der Kamera probieren. Aber sie kennt es eigentlich schon. Also wir wissen schon, dass sie es gerne mag. Mmh. Ja, sie sind auch sehr schön hart. Kein Getreide drin.
Ja, also wie gesagt, 10 Stück von diesen Teilen hier für 2 Euro statt 10 Euro. Das war's jetzt aber nicht. Und dann habe ich noch diesen Stift dazu bekommen, den fand ich irgendwie cool. Außerdem habe ich mir natürlich den JR vom Katalog mitgenommen. Den habe ich nämlich noch nirgends gesehen, den gibt es nur bei diesen Messen, weil sie ja auch keinen eigenen Online-Shop haben. Und ja, da sind alle Produkte drin und dann kann man sich so ein bisschen umschauen und sehen, was alles neu ist. Zum Beispiel, das habe ich jetzt schon mal gesehen, will ich aber auf jeden Fall demnächst mal kaufen. So eine Waffel finde ich total lustig. Oder verschiedene Blüten. Ja, ist auch ganz schön aufgebaut. Ist einfach mal alles zusammengefasst, was es so gibt, damit man mal so das ganze Sortiment überblicken kann. Das wäre es jetzt auch schon für den Nara. Jetzt kommen wir zu den Sachen für den Hund. Und zwar einmal hier die Yummies. Ich habe sie zweimal gekauft. Einmal mit Pansen und einmal mit Wild. Und dann hier von Perito, wie gesagt, die Chicken Jerky Bars. Sehen so aus. Habt ihr vielleicht auch schon mal in der Hall gesehen von der anderen Messe aus Stuttgart, weil die fand ich nämlich auch ganz toll dort. Und die gab es jetzt halt eben auf der Messe wieder und deswegen habe ich sie auf jeden Fall gleich wieder mitgenommen. Außerdem zweimal hier die Perito Sandwiches mit Chicken und Pollock. Und ja, das wären 5 für 10 Euro. Als allerletztes für die Kleintiere, das habe ich noch vergessen, tut mir leid. Einmal hier, das ist neu, die Back to Instinct Kräuter Nara Wurzel. Das dachte ich, gefällt meinem vielleicht, weil sie eben da mal ein bisschen was machen müssen. Das ist so eine Wurzel. Und das ist eben hier mit so Kräutern gefüllt. Die hat da jetzt 6 Euro gekostet. So, als letztes waren wir bei einem Stand von einem sehr netten Heilpraktiker, mit dem ich mich sehr lange unterhalten habe. Ich werde zu seinem Produkt auch noch ein Review vermutlich drehen, weil ich eben mehrere Proben bekommen habe. Und ja, die wollte ich euch nochmal zeigen. Als allererstes habe ich eben hier den Prospekt bekommen mit 2 kleinen Gratistütchen. Einmal Leckerlis, sehen so aus. Die heißen Little Happy Teaser und einmal eine Kräutermischung, die man unter das Futter mischen soll, für Senior in dem Fall. Das ist so ein bisschen eben für mit Vitaminen und so weiter, was der Hund eben im Senioralter braucht. Und Lilly ist ja schon 8 Jahre alt und deswegen, ja, hat er eben gedacht, dass das ganz gut ist, fand ich eben auch. Hier kann man eben nochmal ein paar Sachen sehen, seine Produkte. Fand ich wirklich ganz cool, zum Beispiel fand ich das sehr originell, vielleicht kennen ein paar den Spruch Carpe Diem. Und er hat eben Carne Diem daraus gemacht. Es ist alles mit Bio. Also das heißt, der ganze, alles, was er verkauft, ist Bio. Dann hier einmal vegan. Shantipasti. Und dann hier eben die Purfleisch-Menüs. Das heißt, es ist nur Huhn oder nur Pute, nur Rind oder nur Schaf drin. Und dann eben verschiedene Zusätze, zum Beispiel diese Bio-Basis-Flockenmischungen und so. Und ja, also ich werde auf jeden Fall den Shop für euch mal verlinken in der Infobox und vermutlich werdet ihr nochmal ein Video darüber sehen, denn ich habe nämlich am Glücksrad gedreht und ich war erst der 5. an dem Tag, der es geschafft hat, auf das Gewinnerfeld zu kommen, weshalb ich eine Dose eben gratis bekommen habe. Und zwar habe ich mir dann ausgesucht Huhn pur und dazu hat er mir noch geschenkt, damit ich es eben ausprobieren kann, diese Basis-to-Mix-Mischung. Da das hier ja 100% Huhn ist, braucht man eben noch Gemüse dazu. Und ja, er hat es mir kurz erklärt, man muss es mit heißem Wasser aufbrühen und dann eben unter das Futter mischen. Werde ich aber auf jeden Fall noch ein Video dazu machen, weil ich finde es eigentlich ein ganz lustiges Konzept. Habe sowas noch nie ausprobiert und werde es dann mit euch zusammen machen. Genau, dann hat er mir nochmal eben, wir waren nämlich zweimal dort, nochmal einen Prospekt gegeben, wo ich noch die anderen beiden Sorten dazu bekommen habe. Das heißt, wir dürfen alle 3 Sorten ausprobieren, nämlich Senior, Gelenk und Vital. Das finde ich jetzt ganz cool, weil jetzt kann ich eben alle mal ausprobieren und gucken, wie Lilly sie so mag. Ja, das war's jetzt mit den Produkten. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Wenn ja, gebt doch als kleines Feedback einen Daumen hoch. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo dalassen würdet. Und wir sehen uns jetzt zum nächsten Video. Im Anschluss daran werdet ihr jetzt noch ein paar Clips sehen von der Messe selber. Wie gesagt, es sind nicht sehr viele, aber ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Hast du so ein YouTube ein bisschen immer, ne? Mhm. Ja, geil. Musst du den Link mal schicken oder was? Kann ich machen. Da kriegst du das drauf.